So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ein neues An. Was ist das? Radi Schatz, alles Gute, alles Gute. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Ein Paket von der Shenaya, was sie geschickt hat, was irgendwie kaputt gegangen ist, was ausgelaufen ist, was verscherbt wurde, in Nora gelandet ist. Die haben es neu verpackt, haben es jetzt weitergeschickt und jetzt ist es hier angekommen. Adi Schatz, jetzt brauche ich auch mal das Paket. Ne? Ich brauche mal das Paket, Adi. Adi, das ist eine ganz schwarze Nase. Wir nehmen uns jetzt einfach mal dieses Paket. Adi, los, zurück. Du musst runter. Da geht's ab, guck, da rein. Juhu. So, wir nehmen uns dieses Paket und hier steht ja auch schon drauf, da ist so ein super Aufkleber, da steht: Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, leider wurde an Ihrer Sendung eine Beschädigung festgestellt. Unser Kundenservice wird zur weiteren Bearbeitung Kontakt mit dem Absender dieser Sendung aufnehmen. Zusatzinformationen für den Absender: Die Bearbeitung durch unseren Kundenservice kann einige Tage in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie etwas Geduld. So, Shenaya wartet jetzt also drauf, dass die sich da irgendwie melden und ihr 100.000 Euro überweisen, Schadensersatz. Hier steht auch nochmal Repacked DHL. Hätte mich auch gewundert, wenn Shenaya das hier mit diesen Dingern zumachen kann. Was genau hat sie denn aber eingepackt? Was ist denn kaputt gegangen? Haben die das jetzt einfach rausgelassen oder haben sie es kaputt einfach wieder mit reingegeben? Ich bin gespannt. Wir machen das auf. Wir gucken hier rein, was uns da erwartet. Angeblich waren es ja nur Dosen, Flaschen und ein Beutel Süßes. Jetzt haben wir erstmal den Beutel Süßes hier oben drauf. Wir haben einmal nur echt mit dem Bärensiegel Bears in France Fruchtgummi, Red Hot Chili Pepper. Also eine Tüte rote scharfe Chili Peppers mit Kirsch Chili-Geschmack, Gummitierchen, die ein bisschen weich und matschig wirken, die total, ja weiß ich nicht, ich glaube die Tüte ist nass geworden, ich leg die einfach mal hier oben hin, das ist sehr schön, sowas ähnliches habe ich schon mal gehabt, da muss ich mal gucken, wie das schmeckt, diese Kombination mit Kirsch ist bestimmt richtig toll. So, und ansonsten tun wir jetzt mal hier das raus. Wir haben eine Dose Rich Modis Kölsch. Shenaya schickt ja immer Kölsch. Jetzt haben wir Rich Modis Kölsch. Wir haben eine Flasche Malzmühlen Kölsch. Frisch aus der Malzmühle. Das kenne ich nicht, das sehe ich das erste Mal. Aus der Malzmühle, Kölsch aus der Malzmühle. Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Stelle ich das jetzt hier rein oder nicht? Ich weiß nicht. Das ist sehr komisch. Dann haben wir hier das Schreckenskammer-Kölsch. Das haben wir schon mal getestet im großen Kölsch-Test. Haben wir ja alle Kölsch-Sorten mit Hannes probiert. Das Malzmühlen ist also neu, das kenne ich nicht. Wenn alles doppelt ist, habe ich wieder am Montag dann Biere für Chill mit Ramses. Hier haben wir nochmal das Schreckenskammer-Kölsch. Das könnte man also jetzt statt in einem großen Kölsch-Test am Montag bei Chill mit Ramses trinken. So, wenn ich jetzt schon sehe, das ist doppelt, heißt das für mich, entweder gab es von dem Mühlenkölsch nur eine Flasche oder die zweite Flasche von dem Mühlenkölsch ist kaputt gegangen. Weil es ist nicht noch eine hier drin. War das nur eine? Waren das zwei? War das das Problem, dass eine davon kaputt gegangen ist? Shenaya weiß da mehr. Der Rest ist nämlich einfach eine Bierlieferung vom Bierhandel des Vertrauens. Wir haben also wieder eine zweite Dose Rich Modis für Montag. Zwei Dosen Rich Modis. Wir haben wieder das Frühkölsch in der Campino-Version einfach hier daneben gestellt. Auch zwei Dosen. Schön, Montag immer zwei Kölsches und wir haben das Gaffelkölsch auch nochmal hier, zwei Dosen Gaffelkölsch. Das heißt, die Dosen alleine reichen schon drei Wochen, dreimal Chill mit Ramses,
das Schreckenskammer-Kölsch, noch eine Woche dazu. 4 Wochen Chill mit Ramses, ein ganzer Monat ist abgedeckt. Und ansonsten war's das. Die haben das jetzt aber auch nicht wirklich so sicher verpackt. Das ist ja auch nur Papier. Also die legen das rein, legen eine Flasche drauf, tun ein Papier drüber. Wenn das wirklich mal mit einer Wucht vor die Wand gehauen wird, da ist da die Flasche auch kaputt. Shenaya hat ja sonst immer auch hier so Knusperfolie mit rein oder so Luftkissen oder irgendwas. Und trotzdem ist wohl was kaputt gegangen und die verpacken das ganz normal mit Papier. Das musst du nicht verstehen. Im Endeffekt hätten sie es jetzt selber nochmal kaputt gemacht. Die Frage der Fragen natürlich. Diese Flasche, gab es davon 2 oder ist da nur eine drin gewesen? Das ist komplett neu. Das habe ich noch nie gehabt. Mühlenkölsch, frisch aus der Malzmühle. Hier steht nochmal Malz an der Mühle dran. Und komm, weil wir eh nur eine Flasche haben, machen wir das jetzt einfach mal auf und probieren das jetzt einfach mal hier drin. Ein Live-Tasting im Unboxing-Video. Auch auf dem Deckel habt ihr hier dieses Mühlensymbol, da ist so ein Dreieck. Da sieht man auch die Mühle nochmal ganz genau. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Und den Rest probieren wir jetzt mal. Voll. Kölschbier, Brauereiabfüllung, reine Obergärung. Denn für ein extra Ramses Kitchen Video, um diese eine Flasche zu probieren, ist Quatsch. Im Monat kann ich das nicht testen. Also testen wir das jetzt. Wie ich sehe, der Adi, der legt fleißig das Badezimmer auseinander und frisst einfach das Verpackungsmaterial, also die Bögen. Brauerei zur Malzmühle Schwarz GmbH, Heumarkt in Köln. Schmeckt ein bisschen bitter. Aber im Gegensatz zu den anderen Kölschbieren in den Dosen, die ja meistens so ein bisschen leicht und wässrig wirken und nicht so einen starken Geschmack haben, ist das, glaube ich, das herbste, stärkste Kölsch, was ich je hatte. Mühlenkölsch, seit 1858. Das Etikett sieht auf jeden Fall cool aus. Wenn ich das irgendwo sehen würde bei einer Goldenen Meile, würde ich mir das auch mitnehmen. Flasche sieht auch besonders aus, hat einen dicken Bauch, sieht jetzt hier aus wie ein Galler Smogmog als Schornstein. Ja. Dann ist es doch aber. Das Mühlenkölsch ist schuld, da ist die Mühle wieder durchgedreht. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Man, enough talk.